Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's, Baschkicks, für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich also wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn eine neue Woche steht uns bevor mit coolen Sneaker-Releases. Welche Sneaker also alle gedroppt werden, erfährst du wie immer, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Ich würde sagen, let's go! Tja Leute, kurze knackige Woche, einige Sneaker wurden schon gelistet, einige noch nicht und es erwarten uns eventuell sogar noch ein paar Shockdrops, aber wir fangen jetzt als allererstes mal an mit den Air Max, der morgen erscheinen wird. Und zwar ist das der Air Max One SC Diffuse Top and Phantom. Ihr habt letzte Woche schon gesehen, dass am Montag das Gegenstück davon rausgekommen ist und heute kommt dieser in diesen taubfarbenen Air Max und mit diesem bisschen Lila raus. Den gab es letzte Woche schon auf der SNS-Seite und jetzt macht ihr den Start nochmal auf der Sneakers-App. Für 159,99 seid ihr dabei. Ab 9 Uhr könnt ihr morgen euch den für Personal eintüten. Ein weiterer Sneaker, der morgen ebenfalls um 9 Uhr auf der Nike Sneakers-App gedroppt wird, ist der Air Alpha Force White and Natural Grey. Den könnt ihr dann morgen auch um 9 Uhr für 129,99 haben. Gab es letzten Monat auch schon einen in einem anderen Colorway. Kann man machen. Ist jetzt nicht so meine Silhouette. Wie gesagt, ist ein Oldschool-Sneaker, der seinen Weg hier wieder gefunden hat. Muss man mögen. Macht euch keine Gedanken über irgendwelche Resale-Geschichten, Leute. Das geht raus an meine Sneaker-Lover-Community, denn das ist alles hier nur personal. And last but not least, für morgen haben wir auch noch was für die Damenwelt. Und zwar kommt morgen der Vomero 5 für Damen raus. Pink, Oxford and Plum Eclipse. Ein cooler Colorway, sage ich mal, für die Damenwelt da draußen. Mir ist dieser Sneaker persönlich zu klobig. Ich kann damit nichts anfangen. Aber der Colorway ist ganz cool. Und ich feiere es ja immer ab, wenn Leute irgendwie mal von diesen ganzen Hype-Sneakern wegkommen. Bisschen eigene Trends setzen. Und da macht sich der Vomero definitiv ganz, ganz nice. Am 7., sprich einen Tag später, also am Dienstag, geht es weiter mit der Damenwelt und einem weiteren Air Force. Leute, es wurden sehr viele Air Force in letzter Zeit gedroppt. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, für mich gibt es den All White Time Classic, also für mich ist der weißfarbende nach wie vor immer auf Platz 1, was die ganzen Air Force Dinger angeht, aber hier sehen wir wieder einen anderen Air Force, und zwar der Phantom. Was da jetzt so ein bisschen anders ist, ist lediglich irgendwie, dass an der Seite das Nike Swoosh Zeichen in so einem geriffelten Schwarz kommt, die Sohle wirkt etwas so ausgeblichen, so ein bisschen vergilbt, also sie ist jetzt nicht so 100% weiß. Weiß ich nicht, Leute. Innen drinne von den Sneakern habt ihr denn nochmal so ganz viel Nike-Schriftzug da drinne. Muss man mögen. Kann man wirklich aber auch echt liegen lassen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. Wer Bock auf diesen Sneaker hat, so sage ich, der kann sich den eintüten. Aber ansonsten bevorzuge ich immer den OG Weiß Colorway. Ebenfalls am Dienstag um 9 Uhr ein Air Max für meine Air Max-Freunde da draußen. Hier habt ihr auf jeden Fall einen richtig coolen 1er Air Max, den ihr euch kaufen müsstet. Also wenn ihr auch wirklich auf Air Max steht und diesen Sneaker liebt, dann kommt dieser Air Max gar nicht so verkehrt, denn er hat so einen coolen Denim-Look mit diesen ganzen Jeans-Überlappungen. Da kommt er auf jeden Fall sehr fresh mit den Laces, die dabei sind. Sehen auf jeden Fall auch ziemlich cool aus in so einer Senffarbe mit dem Babyblau, mit dem Denim-Look. Ey, Leute, sieht er eigentlich ziemlich stabil aus. Und man hat, wie gesagt, um 9 Uhr, denn ebenfalls für 159,99 die Möglichkeit, sich den Air Max One Aura and Midnight Navy dort einzutüten. Dann machen wir weiter am 8. November auch bei Nike mit dem fragwürdigsten Release, der diese Woche meines Erachtens nach gedroppt wird. Und zwar ist das der ISPA Universal Natural and Earth für 79,99 am 8. November auf der Nike Sneakers App um 9 Uhr zu haben. Hand aufs Herz, was bitteschön ist dieser Sneaker? Was bitteschön ist das? Dieser Sneaker soll eine komplette Mischung sein aus dem Air Max 270 Zoom Type und den Solarsoft HTM. Ich sehe da jetzt nicht so die Parallelen zu diesen Sneaker-Schuhen und ich habe auch immer noch wirklich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man diesen Sneaker kombinieren soll, ob das einfach nur so ein lediglicher Freizeitschuh für irgendwelche heißen Sommertage ist. Who knows? Ich habe keine Ahnung. Bitte mal ernsthaft in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Schuh haltet und ob sich den ernsthaft jemand von euch kaufen würde. Und dann der 9. November. Leute, ein Sneaker, der jetzt so ein bisschen die Persönlichkeiten spaltet, denn der ein oder andere von euch hat mich tatsächlich auf diesen Sneaker auf Instagram angeschrieben und weiß nicht, wie er sich so recht verhalten soll. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es handelt sich als allererstes mal um den Air Force One mit Off-White, White Anniversary Mace. Ich
Ey Leute, ganz im Ernst, ich lasse meine Finger sowas von davon, denn dieser Sneaker wird euch auch, also weil die meisten jetzt so denken, Off-White ist da drinne, Resale, kann man sich den kaufen, kann man den gut resellen. Dieser Sneaker macht eine totale Achterbahnfahrt. Ich habe letzte Woche schon mal nachgeguckt und da gingen die Verkäufe für 250, 260 in einer US-12. Dann war dieser Sneaker so gefallen und hat sich unter Retail verkauft. Und jetzt ist es so, wenn ihr diesen Sneaker kaufen wollt, bezahlt ihr in einer US-12 derzeit auf StockX 194 Euro. Also ich weiß echt nicht so, wo diese Reise bei diesem Sneaker hingeht. Er ist wirklich sehr speziell aufgrund des Colorways und dann auch noch auf diese ganzen Spikes darunter. Das muss man echt schon sehr mögen. Und ich kann euch vermutlicherweise sagen, dieser Sneaker, der wurde ja schon öfters gedroppt in anderen Colorways. Da ist nie wirklich was zu holen gewesen. Also wenn ihr Bock auf diesen Sneaker habt, dann kauft euch den. Wenn ihr ein Experiment starten wollt, dann kauft den und versucht den zu halten und dann irgendwann zu verkaufen. Aber ich sage euch eins, ihr könnt darauf auf Gefahr laufen, dass ihr den dann wahrscheinlich nur noch unter Retail verkaufen könnt. Also dann auch noch ein Minusgeschäft. Deswegen würde ich euch echt abraten, diesen Sneaker zu kaufen. Es kann natürlich auch anders sein, aber ich wage es stets zu bezweifeln, dass dieser Sneaker euch irgendwas im Resale bringt. Der nächste Sneaker, der ebenfalls am 9. November gedroppt wird, ist der Nike Cortez. Allerdings auch nur für die Damenwelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Cortez ist ein Sneaker, der bei Nike nicht wegzudenken ist. Der hat jedes Jahrzehnt so ein bisschen geprägt, der bringt auch immer wieder mal ein paar Banger raus, aber das ist für Sneaker-Liebhaber pur. Das ist wirklich, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht verstehen, dieser Sneaker ist und ist und ist jedes Jahrzehnt immer mal wieder da, sehr präsent. Gerade in den 90er Jahren, Anfang 2000er wollte diesen Cortez jeder haben und ja, den hat man damals überall gesehen. Also es war so ein Hype-Sneaker, aber nicht irgendwie Resell oder irgendwas, das war einfach nur personal. Und das sollte es auch sein, denn wenn ihr Bock auf so einen Sneaker habt, auf den Cortez, dann gönnt euch den, tütet euch den ein und werdet glücklich damit. Wir switchen ganz kurz die Brand und schauen mal, was sich bei Adidas so macht. Momentan gibt es keine Bad Bunnies, sondern es gibt da den Rivalry 86 Low Shoe, der in einem sehr freshen Colorway kommt und zwar in einem grün-schwarz mit ein bisschen ausgewaschener Sohle, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht so ein richtiges Weiß, es ist so ein Cream-Weiß, vielleicht so ein Off-White, White, ich weiß es nicht ganz genau. Wie gesagt, so ein bisschen Retro-Look. An der Seite habt ihr dann nochmal die 86 da stehen in so einem Gold. Ist nicht weiter schlimm, hat so ein paar Details und ich muss ganz ehrlich sagen, man könnte den, wenn man Bock hat auf so ein bisschen Oldschool-Vintage-Vibes, sich diesen Sneaker auch eintüten für 120 Euro am 10. November um 10 Uhr. Wie gesagt, ihr kennt das Spiel bei Adidas, ihr setzt euch den Reminder, tragt euch dafür einen der jeweiligen Größe und dann könnt ihr euch zurücklehnen und werdet dann benachrichtigt von der Confirmed-App oder dann via PayPal oder was eure Zahlungsmethode ist. Dann seht ihr dann mal, es ist abgegangen oder ihr bekommt eine Nachricht, es hat leider nicht geklappt. Die Chancen stehen relativ gut, wenn ihr diesen Sneaker bekommen wollt, dass ihr diesen Sneaker auch bekommt. Kommen wir auch fast zum Ende und ich musste diesen Sneaker ganz einfach mit reinnehmen, weil es so mit von den ganzen Jordan auch so meine Lieblings-Jordan-Reihe ist und zwar ist das der 11er. Denn dieses Mal ist es, wie es aussieht, fast eine absolute Damenwoche. Dieser Sneaker kann man denn nur noch bis einer 44,5 erwerben. Also wie gesagt, es ist auch wieder ein Damenschuh und den gibt es dann halt noch für Kleinkinder und für jüngere Kinder. Da könnt ihr den euch auch eintüten für den Rückspiegel, für eure Kleinsten, für eure Liebsten. Ein süßer Sneaker, den man sich kaufen kann. Was mir gefällt an diesem Sneaker ist definitiv das ganze Lack einmal um den ganzen Schuh herum und normalerweise ist es so, dass die Sohle sehr weiß gehalten ist und die dann mit der Zeit einfach vergilbt. Dann gab es auch nochmal eine Reihe, wo die Sohle so leicht Eisbabyblau mäßig war und ja, jetzt ist es so ein bisschen Schweinchenrosa. Da ist so ein bisschen Lachsfarben drinne irgendwie. Es setzt sich auf jeden Fall so ein bisschen ab, aber für die Damenwelt geht der sowas von klar. Und Leute, wenn ihr mal Bock auf was Ausgefallenes habt, dann gönnt euch den 11er Jordan. Kommen wir zu guter Letzt noch zu einem paar Sneaker-Releases, die noch nicht gelistet worden sind. Und zwar gehört da einmal zu der Air Jordan 5 Georgetown. Ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht natürlich sehr cool aus, weil er so ein fieses Navy-Blau hat und ja, der ist schon fies, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Mit der Eis-Babyblauen Sohle sieht er schon sehr brutal aus. Kann man machen, also würde ich definitiv, wenn der am 10. November kommen soll, bei uns ist er noch nicht gelistet, aber eventuell auf der Nike Sneakers App, wir lassen uns überraschen, was diese Woche noch so kommt, hättet ihr denn da auch die Möglichkeit, den denn für 220 Euro, glaube ich, denn einzutüten. Ein eventuell weiterer Sneaker, der ebenfalls am 10. gedroppt werden soll, ist ein Nike Dunk Low und zwar nicht irgendein Nike Dunk Low, sondern der Kyler Murray Nike Dunk Low B1 of 1.
Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, der ist leider noch nicht gelistet, aber er sieht sowas von fresh aus, gerade mit diesem Grün und dann mit diesem roséfarbenen Swoosh-Zeichen an der Seite ist der schon ziemlich gefährlich, Leute. Ich feiere diesen Sneaker persönlich sehr und würde mir wünschen, dass der dann auch noch in den kommenden Tagen gelistet wird und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das wäre dann ein Sneaker auch für die Reseller-Community da draußen. Ich nehme euch gerne mit rein, ja, ich trage persönlich nur Sneaker sehr gerne, also für den Personal-Bedarf, aber ihr wisst, Leute, ihr schreibt mir so oft auf Instagram, ob der Sneaker sich lohnt zum Resellen, ja oder nein. Da solltet ihr versuchen, diesen Sneaker dann eventuell gut zu resellen. Also da bleibt ihr definitiv nicht drauf sitzen. Lassen wir uns überraschen, ob dieser Sneaker tatsächlich erscheinen wird. Leute, schreibt mir definitiv in die Kommentare, auf welchen Sneaker ihr euch am meisten freut. Und schreibt mir definitiv auch in die Kommentare, welchen Sneaker ihr euch gegebenenfalls eintüten wollt. Würde ich mich mega drüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren. Würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen, wenn ihr Bock auf ein weiteres Video habt, dann klickt ihr da oben irgendwo hin und checkt ein weiteres Video von mir aus. Stay tuned, bleibt am Fleek, passt auf euch auf, haut rein, euer Baschkeks, peace.